So, weiter geht's. Ich hab grad echt gute Laune. Wir haben es ja schon nach zwei, aber hey, ich rock das, glaube ich, heute. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, Metroid 2. Lass mich in Ruhe. Wow. Verreck. Verreck grad nicht. Ist mir egal. Tschüss. Ah, fuck. Ach ja, die komischen Nasentypen. Ah, fuck, nein. Da war's. Wieder hoch. Du Ratte. Hey. Wie sie ihre Nasen einfach nicht mehr machen wollten. Wie kommt man da nochmal hin? Du. Ey, ihr Ratten. Ist mal kein Witz, wie kann man da nochmal hin? Moment. Moment. Moment mal. Ah, Moment. Bin ich blöd. Ich weiß wie. Ist mir egal. Flup. So, Bombe. Ich will irgendwas erzählen. Bombe? Ah. Geht's hier in den Darkroom? Die krasse Disco? Nee. Ich. Oh, halt, was? Ah ja, stimmt, es war eine Trap, ich erinnere mich. Es war doch. War doch irgendeine Trap-Scheiße hier. Moment, ja, genau. Ich erinnere mich. Was heißt Trap? Du kommst halt. Da deckt gleich zum Energietank, sondern erst zum Missile-Tank. Oh. Hilfe, die Trap. Ich krieg anstatt 50 Euro sofort, kriege ich erstmal 20 Euro und danach kriege ich 50 Euro. Ich bin so geschockt. Hilfe. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Also ich kann jetzt ernsthaft verstehen, warum diese ganzen Let's Player, die ich mal geguckt habe, so viel singen. Diese ganzen scheiß Nintendo-Spiele laden alle zum Singen ein. Alle. Jedes gottverdammte Nintendo-Spiel lädt ich zum Singen ein. Alle samt. Die wollen es. Die wollen einfach, dass du gute Laune hast beim Spielen. Was für ein Motherfucker, was fällt denn ein? Wenn ich ein kriegscremiger Motherfucker, Penner, Bitch, Fuck sein will, dann bin ich das. Ja. Okay. Hi. Komm doch her, lang hoch. Watch geblut. Der darf nicht runter. Sonst gibt's wieder Rape-Time für mich. Das möchte ich nicht. Samus ist eine Blüte, die nicht beschmutzt werden darf. So, gut. Also irgendwie habe ich es heute mit Samus und dummen sexuellen Sprüchen, ey. Ich weiß auch nicht. Ah, ich wollte gerade sagen, warum geht die Lava nicht weg? So, yay. Zeit für uns zu gehen, aber zuerst gehe ich Richtung Decke. Denn ich kann schwören, da war noch was. Also im Sinne von Richtung Decke, ich fliege jetzt einfach mal hoch lange. Jetzt kann ich mal meine krassen Skills zeigen, die ich über der... Ja. 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 Ja, what the fuck? Meine krassen Skills kann ich jetzt zeigen, die ich über Jahre hinweg von Metroid 2 Spielen bekommen habe. Und so ziemlich alle wieder verloren und vergessen habe. So, aber ich könnte schwören, dass hier was war. Irgendwo. Hallo? Moment, 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 Moment. Moment. War hier nicht was in der Decke? Irgendwo war was in der Decke. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo war was in der Decke. Ich weiß auch nicht mal was. Es ist ziemlich lang her. Und wenn ich überlege, wir haben uns damals ewig im Anfangsgebiet aufgehalten, weil wir einfach eine Kraft haben, wo der letzte Metroid ist. Dabei war halt irgendwo oben bei der Decke. Diese verdammten Decken. Ich sag's immer wieder. Alles Verräter. Denkst du, hast du ein Dach über dem Kopf? Dir kann nichts passieren, dir geht's gut, da unten ist die Heilung. Ich bin komplett falsch. Hä? Hey. Ernsthaft? Ernsthaft? Ah! Egal. Egal. Doch. Es ist egal. Es ist einfach mal egal. Ich meine, wir können weiter. Ich glaube, wir können jetzt sogar schon ins vorletzte Gebiet, wenn ich mich recht erinnere. Aber bevor wir solche Freveltaten begehen. Fuck. Lade schon mal meine Missiles auf, weil ich habe Angst. Ich habe Angst. Angst vor Missileverlust. Ich möchte nie wieder arm sein in meinem Leben. Das hier zählt zu meinem Lieblingsgebiet irgendwie in Metroid 2. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das Gebiet hier. Das ist irgendwie das komische Haus, wo du rein kannst. Ah nee, der Darkroom fehlt immer noch. Wir kommen erst ins vorvorletzte Gebiet, kann das sein? Wo war denn der scheiß Darkroom? Ich möchte schon in die Disco. Die gute Troken-Disco.
Ja, dann dauert das Spiel aber alles nochmal länger, wie ich jetzt gedacht habe. Dann werde ich doch... Oh ja, ich schluck auf, vor aufhören. Damit ich eben noch was fressen kann, bevor ich pennen gehe. Denn ich würde gern nochmal richtig fette Currywurst mir reinschieben. Und sei den Arsch. Nein. Doch. Hier ist jetzt ein Metroid. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ich lasse mich nochmal selber überraschen, obwohl ich das seit 20 Jahren spiele. Ach ja, die Motherfucker. Hau ab, Lange. Verpiss dich. Fuck. Hopp. Ey, ich bin so gut. Ich bin so gut. Wenn sich jemand von mir eine Scheibe abschneidet, stirbt er wahrscheinlich. Stirb, 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 stirb. Stirb doch mal. Ey, lasst mich. Fuck, ich wünschte den Spacer. Ey, das ist so dumm. Das ist auch sowas. Warum sind die ganzen Viecher eigentlich hier noch am Leben? Hier waren so viel Metroids. Naja, was heißt so viel? 40 Stück. Hier waren so viel Metroids und... Die ganze Natur lebt einfach weiter. Die gibt einfach keinen Shit. So, ist mir Wurst, Lange. Metroid? Pff, viel krasser. Ich stecke hier in der Lava. Wie will der Metroid in die Lava rein? Das kann er gar nicht. Die Viecher sind fucking intelligent. Aua, sag ich ja. Aua, die KI, Mann. Die KI. Die macht mich kaputt. Ich bin jetzt einfach schlecht und dumm. Die KI ist so schlau. Das Spiel ist so gut. Bin ich ja eben komisch hochgerutscht oder sah das denn so aus? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Noch nicht spät genug. Ich habe Hunger. Ich habe so Hunger. Ich werde sterben. Sterben bei Metroid 2 spielen. Gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Warte mal ab jetzt. Oh fuck, ja, ich bin... Ah, ja, geil. Genau mein Fetisch. Genau mein Fetisch. Komische Tentakelfischer und blonde, hübsche junge Frauen. Aber okay, ich bin ja schon still. Sag mal, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier? Wegen dir. Ah, pass mal auf, geheimer Trick. Was machst du jetzt? Krass. Ich hab die Skills, Mann. Ich hab die jahrelange Erfahrung. Du Frischgeborener. Hau ab. Das war gut. So. War hier noch irgendwas? Nö. Die Stacheln hier sind auch komplett für den Arsch. So, jetzt müsste eigentlich ja wieder krasse Erdbebenkacke abgehen. Ja. So, und jetzt muss ich wieder zurück in das eine Gebiet, wo im Lava war, weil, ja. Weil, warum weil Baum? Es gibt keine Mucke, die Mobs respawnen da und wieder. Ganz schön nervig. Du willst eigentlich nur durchrennen, Mann. Und die Mobs sind schon wieder da. Ist mal kein Scheiß, das ist echt nervig. Aua, ich bin so gut. Ja, gib's mir. Aua, fuck. Hört auf damit, lass mich Ruhe jetzt. Ich bin aber auch scheiße, oder? Man braucht darauf im Übrigen nicht antworten. Ich kenne die Antwort. Ey, also ich bin auch momentan echt nur am Rennen. Alter, komm wieder runter. Spielen wir da ein bisschen souveräner. Oh! Kaum habe ich das Wort souveräner in den Mund genommen, Alter. Ja, was so... Tentakel-Gang-Rape hier, ey. Mein Fetisch, er wird wahr, mein Traum. Endlich. Der Schall ist ziemlich cool. Boom, boom, boom. Passt zu der Höhle hier. War das hier? Bin ich von hier eben ja, doch, genau. Da ist der komische Typ. Hier ist die Lava jetzt weg. Jetzt kann ich hier lang. Genau, Mann. Genau, ey, ey. Du stirb. Drop halt nichts, Mann. Was gibt's hier zu sehen? Stirb. Okay, der erste Schuss hat ihm nichts gemacht. Da war er immun. Und der zweite Schuss war dann so knallhart. Mitten ins Auge. Das war sein Lieblingsauge. Da hat nämlich auch nur ein... Ah, ich bin hier. Mhm. Hat er auch nur ein Auge. So, kein Wunder, dass es sein Lieblingsauge ist dann. Links oder rechts, ist egal. Das führt alles ins Selbe. Ich überlege, wie krass wir als Kinder in den 90ern denn mit dem scheiß Gameboy alles gezockt haben. Ach ja. Aber. Komische Transportdinger. Brauche ich aber nicht. Ich fliege einfach. Fuck, oder ich falle halt einfach in die Lava. Wie krass der scheiß Gameboy damals war mit Super Mario Land 2 und Zelda Link's Awakening und Pokémon und der Shit hier. Und Pokémon Training Card Game und Mario Land. Also es war so eine... Huch. So eine schöne und simple Zeit einfach. Hier war doch überall Heilung, oder? Nett. Also auf einer Seite war Heilung und auf einer Seite war Missiles, oder? War das so? Ja, genau, genau. Flup.
Ist auch dumm. Eigentlich ist es bloß Zeitfresserei hier jetzt. Muss ich jetzt in ein altes Gebiet da hinrennen und dann ein kleines Stückchen nochmal erkunden. Aber wie gesagt, an sich gesehen ist es realistisch. Einfach weil eine Höhle ist halt einfach nur eine Höhle und da ist halt irgendwas drin dann. Es ist ja verzwickt und hier ist was und da ist was und du kannst einfach alles gleich sehen und bla bla bla. Eigentlich ist es cool. Es frisst es halt bloß meine Zeit. Ich versuche ja einen relativ schnellen Run zu machen. Relativ schnell. Weil ich bin sehr, sehr langsam, wenn man es mal mit Speedrunnern vergleicht. Ich habe Leute gesehen, die haben das auf 100% durchgespielt in einer Stunde. Was ist denn das lange? In einer Stunde. Ich versuche es immer auf 100% durchzuspielen. Ich versuche es halt irgendwie auf Erinnerungen, wo noch was ist und wo das Scheiß sich versteckt, durchzuspielen. Also, ich versuche es halt einfach nur. Ich versuche einfach nur, das zu packen. Ich habe es, glaube ich, noch nie gepackt. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann sein, dass ich schon mal gepackt habe. Ich bezweifle es aber, weil. Motherfucker, die Omega Metroid soll jetzt danach kommen. Ne, stimmt nicht. Es kommen noch die Zetter und dann kommen die Omegas. Die sind halt echt ekelhaft zu bekämpfen. Die sind so. Du kannst vor denen immer aus dem Bildschirm rausrennen. Die gleiten immer an der Seite vom Bildschirm mit und machen so ganz komische Sachen und. Also man sieht es ja dann. Es ist echt ekelhaft, aber ich denke, das werde ich morgen machen. Meine Stimme will heute auch irgendwie nicht und ich habe Hunger. Ich sag das jetzt bestimmt seit 4 Parts, dass ich einfach Hunger habe und dass ich hier noch Currywurst rumfahren habe, die ich jetzt fress dann. Genüsslich. Erst deep throat ich mich selber mit dem Ding in den Hals rein und dann schiebe ich sie mir noch woanders rein und dann esse ich sie erst. Ey, wie habe ich es heute mit diesem dabbischen, dummen, sexuellen, pubertär-Humor-Sprüchen? Nicht, dass irgendwie Pubertär-Humor nicht sonst auch bei mir total angesagt ist, aber trotzdem. Also heute habe ich es ganz extrem. So, jetzt müsste eigentlich wieder ein bisschen Lava gerumble kommen. Ready to rumble? Yeah. Oh, fuck. Oh, fuck. Jawohl. Die Dinge denken auch, sie werden irgendwie Mega Man-Blöcke. Diese scheiß Mega Man-Blöcke. Wollen mal verschwinden. Jeder, wo Mega Man meins am Leben gespielt hat, oder die alten Mega Man-Teile eben, weiß genau, was ich meine. Der kennt den Schmerz und die Trauer von diesen abgefuckten Blöcken. Currywurst mit Pommes. Alter, spiel halt mal wie ein Mensch und nicht wie ein Mongo. Das könnten manche Leute als Beleidigung auffassen. Naja. Egal. Die Dinger sind auch cool. Das ist eine ultra geile Animation jetzt für ein Game Boy. Aufgepasst. Fuck. Flup, das hab ich gemeint. Wie er runterfliegt. Mega. Das Spiel, echt auf jedes Mal, wo ich spiele, freue ich mich und bin fasziniert irgendwie. Es ist einfach ein geiles Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach top. Ich freue mich so auf den verkackten Remake. Es wird so geil. Ah, oh, es wird so schön. Fuck. Wobei ich sagen muss, der Remake, der Trailer, wo ich das gesehen habe, der lässt mich ein bisschen ernüchtern. Ey, das. Die macht so Zero Suit. Zero Suit, ja. So Otter M Moves. Das tut mich schon ein bisschen ankratzen, da ich Otter M sehr, sehr gehasst habe. Das hat mir sowas von extremst missfallen. Otter M finde ich, fuck, so ekelhaft. Und wenn das Spiel ein bisschen nach Otter M kommt, der Metroid 2 Remake, dann ist er schon verkackt. Dann ist schon vorbei. Aua, das war toll. Mit dem Kopf durch die Decke in die Stacheln und tot. Also das wäre echt, das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Das wäre tragisch. Was machst du hier? Das wäre tragisch. Kannst du nirgendwo hin, was willst du? Was noch tragischer wäre, wenn sie Metroid Prime 4 verkacken würden. Das wäre Chaos für mich. Endlich wieder Metroid Prime und dann verkackt. Das wäre die Hätte. Hau ab. Hier geht's runter. Dann geh schon mal runter. Hallo. 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 Okay. Blubblub. Bauer da eben 10 Aufklagen? Gibt's hier mal 10 Missiles und nicht 5? Cool, sensorisch weiterführen können. Hier raus, so. Ah ja, ich erinnere mich. Wie lange nehme ich schon auf? 20 Minuten, das reicht. Zeit für die Currywurst, her mit dem Speicherplatz. Hier ist gar kein Speicherplatz, was ist denn das? Oh fuck, egal, ich flieg einfach hoch. So, schön, dass sie einen zwingen, mit dem Space Jump zu fliegen, sondern es gibt immer einen anderen Weg. Ist schon nett.
Also die haben schon... Ah, hier ist ein Speicherplatz. Haben schon nachgedacht. So, jetzt renne ich hier nochmal kurz raus. Ich habe irgendwie noch keinen Bock aufzuhören. Ich spiele noch ein bisschen. Fuck den Scheiß mit aufhören. Mir egal, ob ich Hunger habe. Hallo? Hallo? Hier ist nix? Ernsthaft? Komm. Ah, das ist das volles Gebiet, doch. Hier war der Darkroom. Ich erinnere mich, glaube ich. Das sage ich ziemlich oft. Ich erinnere mich nie. Lass mich nochmal hoch. Ah, ja, ja, ja. Doch. Jawohl, hier sind die immer die komischen Stachelbälle. Ich erinnere... Oh. Okay, ich kriege gerade einen Tinnitus auf dem linken Ohr. Ekelhaft. Ich höre nichts mehr. Egal. Ich muss nichts hören. Ich muss das sehen. Visuell. Oh ja, der erste Zetter. Ja. Der erste Ekelhafte. Wie war denn das? Genau, den konnte man nur in seinen verkackten Kopf reinschießen. Oder von hinten. Das habe ich gemeint. Da werde ich sowas von farmen müssen. Normalerweise muss man die von hinten treffen und dann sind sie gestunt halt, aber... Man sieht ja, was er macht, das juckt den gar nicht. Der fliegt einfach weiter, fliegt einfach in mich rein. Der Bildschirm schiebt den einfach in mich rein. So richtig so, fuck you. Da hat mir jetzt ein Energietank gefratzt. Und die Omega, die wo danach kommen, die fressen mir locker. Zwei oder drei. Also ich bin gezwungen, aua. Gezwungen werde ich sein zu farmen, hundertprozentig. Es wird so kommen. Es wird sowas von viel Zeit fressen. Hau ab, lange. Fuck. Das ist jetzt sowas und dumm. Ich könnte echt gut. Alter Freund, Heilung gebrauchen. Ich fliege da jetzt einfach hoch. Scheiß auf die Pausen hier. Von hier bin ich gekommen, oder? Ja. Fuck. Wie ein lebender Abfalleimer spiele ich gerade. Moment, komm ich da runter? Naja, hier geht's da drunter. Was ist das? Ist das einer von diesen ganzen Räumen, wo nichts bringt, oder? Ich erinnere mich. Das ist einer von diesen ganzen tollen Räumen, wo nichts bringt. Ja, davon gibt es einen. Oh, halt. Ah, halt, Moment. Ja, naja, das brauche ich gar nicht aufschießen. Weil, wenn man jetzt hier hochguckt. Hey, da. Komm mal ab, du Depp. Hey, da ist dann noch mehr. Und hey, wenn ich weiter hochgehe, ist da noch mehr. Und hey, alles unnötig und alles für den Arsch. Das sind alle Beams jetzt hier. Man kann sich jetzt jeden Beam, wo wir haben, raussuchen. Fuck. Was ist das lange? Nochmal her jetzt. Und ich bleib aber beim Plasma Beam. Obwohl ich den Spacer Beam eigentlich besser finde, bleib ich trotzdem beim Plasma Beam, weil ich bin halt voll die Power-Hure. Ich stehe auf Power. Genau, stimmt. Dann war das hier mit dem Darkroom. Dann renne ich jetzt schnell zu dem Darkroom, weil ich brauche Energie. Um die nächsten Motherfucker Metroids noch zu killen, ey. Das ist der Darkroom. Ja. Das ist so ein Rotzhaufen hier. Okay, ich bewege mich halt. Von hier bin ich gekommen, ne? Ja, von hier bin ich gekommen. Und hier sind nur Missiles? Nee, Mann, hier waren Energietanks, ich erinnere mich doch. Das ist so ein Rotzhaufen-Raum. Was ist das für den Raum brauchen wir? Huch, was ist das passiert? Ich glaube, für den Raum brauchen wir Humor. Okay, ich hab niemals, ich weiß nie, was passiert. Ich weiß nie, wie es funktioniert, aber es funktioniert immer wieder. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, was ich eigentlich mache, aber es funktioniert echt immer wieder. Pumpen legen und durch die Gegend springen. Kein Witz. Das ist das Geheimnis. Hä, Schenk? Jetzt geht's wieder weiter. Ich wünsche, ich würde mal sehen, wie es hier echt drin aussieht, ey. Warte mal. Noch eigentlich auch. Ah, Moment. Moment. Hier waren zwei Ausgänge, oder? Das war doch so irgendwie. Ja, genau. Hier waren zwei Ausgänge. Und hier ist Energietank, genau.
So war das, Motherfucker, ich erinnere mich. Also es sind ein paar richtig linke Nummern hier. Zack. Geil. Da, 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 da. Sweet, Mother. So, und jetzt wieder back. Und das sind jetzt alle Energietanks, wo man eigentlich haben kann, aber wie gesagt... halt, Moment, ich bin falsch. Ja. Es gibt noch einen einzigen, glaube ich. Wo man, nein, oh, jetzt habe ich mich hochgebogen, Sprung. Jetzt bin ich mich verarschen. Wo man bekommen kann, aber der bringt halt nichts. Wie war denn das? Doch, jetzt. Hier ging es doch irgendwo raus. Verscheiße mich nicht. Wo ging es hier raus? Okay, ich fliege durch die Gegend. Ey. Jetzt sind wir rausgekommen, das wäre es da. Da geht's raus. Der verkackte Raum hier. Aber es gibt halt gutes Zeug dafür. Wow. Jetzt kommen die ganzen Immunviecher da. Ich finde es auch schön, dass die ganzen Viecher, wo hier rumrennen, in Metal Fusion nochmal vorkommen. Okay, ich muss nochmal hoch, wie ich sehe. Kann ich irgendwo landen? Cool. Hoch. Hoch. Moment halt. Oh fuck. Oh. Moment. Hä? Bin ich ja von hier gekommen? Hallo? Oh fuck, nein. Okay, ich bin nicht von hier gekommen. Schön. Das war jetzt kacke. War hier noch irgendwo was? Ach, wen juckt's. Fliege ich ja wieder hoch. Kann ich mich wenigstens ein bisschen umschauen. Ich kann schon, dass hier noch was war. Hier war wirklich noch was. War hier Metroid? Aber, hier waren Stacheln. Ah, fuck me! Na komm. Oh, ist ja cool. Yeah, voll zu schreien. Oh, wirklich. Wow! Fuck. Oh, fuck. Das sind alle Speedrun-Tricks. Ich mach damit immer meinen zweiten Sprung. Oh, was hier drin? Okay, du Fuckface. Schau mir mal, du Gott. Der Motherfucker! Das ist so verkackt mit den Dreckviechern, ey, ich sag dir's. Tja, warum habe ich schon so eine Missile-Verschwendung hier? Hat sie mein Missile verbraucht? Das ist schon krass. Wenn ich auf den Bastard jetzt gestoßen wäre, ohne Energietank vor, oder den Energietank vorhin gesammelt zu haben, das wäre ziemlich bäh. Ich glaube, dass hier echt der Spacer Beam das Beste gewesen wäre, weil du dann alles einfach wegschießen hättest können. Das wäre wahrscheinlich so ziemlich cleverer gewesen. Aber nee, Mr. Powerhure hier möchte doch lieber den Plasma Beam haben, weil er one-shottet. Man muss halt nur ein bisschen Zielgenauigkeit haben. Und wie man hier sieht, werden die springen. Ich habe ja extrem viel Zielgenauigkeit. Ich springe immer genau dorthin, wo ich will. Immer. Ja, das war verlangt. Das war gewollt. Das war gewollt. Man kann es kaum glauben. Man will es auch gar nicht glauben. Man sollte es auch wahrscheinlich auch gar nicht glauben. Aber es ist alles gewollt hier. Alles. Skill. Skill. Habt ihr das gesehen? Oh. Wie kann man da hin? So nett. Schon mal gut. Von hier oben? Hallo? Ich möchte doch bitte zu diesen Missiles laufen. Ja? Mhm. Es gibt schon ordentlich viele Missiles hier. Also, hey, komm raus. Missiltechnisch kann ich mich nicht... Ach ja, der Motherfucker! Beschweren. Nicht zum Ball machen, was zur Hölle sagen muss. Warum? Warum macht sich ganz zum Ball? Ist es zu eng hier oder was? Ich häng schon wieder fest! Nein, nicht runterfallen. Wenn man runterfällt, respawnt der Bastard wieder. Jawohl. So, Alter. Ich hab ganz schön aufs Maul gekriegt hier jetzt mittlerweile. Oh, Energie. Nice. Wie komme ich da hin? Ernsthaft, Mann. Ich will da hin. Was soll das? Lasset mich. Oh. Yay. Bonk. So. Mittlerweile sind es nur noch 9 Metroids. Also es ist nicht mehr viel. Fuck. Fuck. Okay. Nein, Headbanger.
Wenn man meinen Aufnahmen jetzt traut, es sind 2 Stunden schon rum. Das ist ja ziemlich schlecht. Da hätte ich nämlich den Best-Ending-Screen niemals mehr hinbekommen. Alter. Könntest du knicken? Was könntest du es? Knicken könntest du es. Knick-knack, Motherfucker. Also, ich hab's aber schon. Das war knapp. Befürchtet gehabt. Metroid 1 und Metroid 2 wird mir Probleme bereiten bei meinem Best-Ending-Screen-Run-Versuchen. Das war mir vornherein schon klar. Und wir sind noch nicht mal beim abgefuckten Part. Wir sind noch bei diesen komischen Spasten hier. Es ist auch immer wieder einfach kacke hier. Brauchst du auch, um rumzufliegen? Komm mal her jetzt. Ey, das ist so pervers. Sobald du springst, kriegst du das Ding in die Fresse. Ich hab echt keinen blassen Schimmer, wie man die Viecher im Blut besiegen soll. Was ist denn das hier? Oh fuck, ich bin zu blöd. Mach egal. Ich bin halt dumm. Das weiß ich schon mittlerweile. Weiß ich schon mittlerweile. Weiß ich schon mittlerweile. Ich möchte hier raus. Schieß. Dann halt nicht. Leg eine Bombe. Batz. So. Was war. Ja, was hier? Was ist denn das? Hä? War ich hier schon? Bam 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 bam, Screw Attack. Yeah. Jetzt wird gescrewt. Hey, ich vergesse ganz nicht, auf was ein Knopf ich drücken muss gerade. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, langsam wird Zeit für mich pennen zu gehen. Ja? Aber gut. Aber irgendwo doch nicht gut, weil die Lava ist gar nicht weg. Irgendwo muss doch jemand sein. Kurz mal am Ohr kratzen. Oh ja. Irgendwo muss noch einer sein. Und ich tippe mal drauf, dass er nicht mehr in diesem Gebäude ist. Denn das Gebäude müsste jetzt komplett abgefarmt haben. Also muss er irgendwo an der Wand oder an der Decke sein. Was es nicht unbedingt besser macht. Oh fuck, das war nix. Naja, das war nix. Oh, doch, so gut. Okay. Oh fuck. Oh yeah, ich habe jetzt die Screw Attack. Haha, kommt her, ihr Bastarde. Zeit, dass ich euch Screw meine Spezialfähigkeit haben, die Fick-Attacke. Warum heißt die Fick-Attacke? Hat sie einen Fick lange. Wahrscheinlich jetzt in die Stachel rein screwen? Nö. Ich bin eine unaufhaltsame Mordmaschine, aber die Stacheln hier, diese Rosenstacheln, die sind schon. Fuck, ich war hier schon. Ne, ich war hier nicht. Okay. Oh, du Motherfucker. Stirb. Tot. Stirb. Friss die Missiles. Wo? Link Minigun Missiles. Wo ist er hin? Achso, was machst du da oben? Komm her jetzt. Flup, flup. So. Jetzt. Lava. Aua. 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 Immer noch nicht. Immer noch nicht? Es sind ja noch 7 Metroids. Wie viel muss ich noch killen? Moment mal. Fuck. 9. Fuck 9. Oh, fuck 9. Fuck. 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 Okay. Hau ab. Spider-Boden mich jetzt mal kurz an der Decke. Oh ne, Moment, mach ich nicht. Schon erstmal Missiles. Fuck. Sag mal, was ist denn jetzt los? Komm. Auf Süße. Machen wir's. Ohne sexuelle Anspielung. War hier irgendwo noch was? Bon. Ich immer noch schwören, dass hier oben mal was war irgendwann. Ach, kann auch sein, das Ganze mit dem Geheimweg halt verwechselt. Einfach nur so. Na komm. Flup. Und flup. So, gucken wir mal. Vielleicht war diesmal was hier oben. Oh ja, ein Energietank. Hier oben ist der Energietank, wo ich gemeint habe, wo es noch extra gibt, wo du aber nicht einsammeln kannst. Sieht man mal, jetzt habe ich alles wieder voll. Und Missiles. Wow. Das hat sich doch gelohnt. Na? Werde recht.
Werde recht. Ich nehme schon ziemlich lang auf. Ich würde dir gerne mal aufhören. Fällt mir gerade so auf, nebenbei. Hier war ja auch nirgendwo mehr was. War hier zwischendrin noch ein Raum vielleicht? Da bin ich nämlich nicht lang. Das heißt, hier zwischendrin noch ein Raum war. Moment. Hier ist nur eine Hülle. Wo ist das dazugehörige Metroid? Ist das drüben? Oh! Geht's hier lang? Oh, fuck. Auf. Mensch. Oh. Ey. Ja, was? Okay. Aber. Ah, fuck den Scheiß. Ich bin fucking Samus Aran, als ob mich da durch Rosenstacheln töten würden. Wenn ich später durch irgendwelche Stacheln sterbe, heulich. So. Bitte. Motherfucker zum Glück. Und dann ist so ein schwächlicher Fuckhaufen. Oh! Rastet aus, Mann! Weil du Lump! Dir bringen wir Manieren bei! Lass sie deine Lehre sein! Ich schieße aber auch überall hin, ey. Also ich brauche mich nicht wundern, dass ich kaum Missiles noch habe. Ganz ehrlich. Bitte, Rumble Bumble. Bumble die Boo. Oh, ich dachte ihm schon, Alter. Ey. Okay. Der Run ist noch am Run. Sehr gut. Und jetzt kommen wir in das richtig ekelhafte, abartige Fuckhaufengebiet, ey. Und bevor ich dahin gehe, speichere ich, fress was, penn. Wahrscheinlich 12 Stunden und dann sind wir mal weiter. Ja. Und mit 12 Stunden übertreibe ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich meine, es tot ernst. Ja, na klar. Hallo? Kann ich denn irgendwo speichern? Ach, fuck it, ich renne schnell ins neue Gebiet. Da kann man auch speichern. Moment. Von wo bin ich schon mal gekommen? Von hier nicht, oder? Ey, ich weiß nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Das ist jetzt wieder dumm. Na, von hier wahrscheinlich nicht. So wie das aussieht. Na, das sieht sehr schlecht aus. Ja. Ah, Moment, ich bin von rechts gekommen, stimmt ja. Moment. Aua. Aua, Mann, ey. Aua. Ich bin von rechts gekommen. Rechts. Stimmt ja. Von wo sonst? Ich bin deutsch. Oh. So. Konnte ich hier nach rechts? Nee, hier konnte ich noch hoch. Ja? Hier ist ein Speicherplatz. Cool. Eigentlich kann ich. Ja, von hier bin ich auch gekommen. Gut. Hier habe ich gespeichert, hier höre ich auf und bis das nächste Mal. Bis die Tage. Wiedersehen.